Hallo Freunde des Sturms, schön, dass ihr noch eingeschaut habt, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich mal ein spontanes Video, ist mir jetzt gerade so eingefallen. Es geht um meinen Fernseher im Wohnzimmer. Wir sollen sagen, ich bin deswegen drauf gekommen auf die Idee, weil auch ein Elektriker muss mal umziehen. Das heißt, also nicht aus dem Haus rausziehen, sondern bei mir ist es der Fall. Ich ziehe mit meinem Büro quasi vom Nebenzimmer, also drüben. Ziehe jetzt in das Wohnzimmer rein, wir tauschen quasi Wohnzimmer und Büro, wird bei uns getauscht. Das mache ich zur Liebe, also Liebe meiner kleinen Tochter gegenüber. Das Problem ist nämlich, drüben, wo mein Büro drin ist, ist eigentlich gleich daneben das Esszimmer. Und meine kleine Maus hat sich schon zweimal am Kopf an meinem Schreibtisch so dermaßen oben gestoßen, da ich sage, okay, es funktioniert auf Dauer nicht mehr, weil keiner mehr einen Frieden hat, ich kann in Ruhe arbeiten. Sie mag immer gerne rundum laufen um den Schreibtisch, weil der steht mitten im Raum und verletzt sie da. Jetzt haben wir alle Kanten schon gesichert und alles, aber es hat auf lange Sicht hat's halt einfach keinen Sinn. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, bei mir zu Hause jetzt hier einfach quasi mein Büro ins Wohnzimmer rüber zu tun. Dann haben wir einen abgeschlossenen Raum und wir machen drüben ein super schönes Wohnzimmer mit einer großen Couch und so, dass wir dann halt im Endeffekt auch unsere Kinderfilme anschauen können miteinander. Wenn euch das Thema jetzt interessiert, wo sie mit dem Fernseher vorhab, dann bleibt doch bitte dran, nach dem Intro. Meine Überraschung oder mein Tipp oder sozusagen, wie man es jetzt nennen mag, ist folgendes. Ich möchte jetzt gerade den Fernseher von der Wand runterbauen und dabei ist mir jetzt eine spontane Idee gekommen, weil ja immer öfters, sag ich jetzt mal, bei den Kunden ist zum Beispiel, dass ich, wir bauen ja keine Fernseher an die Wand oder so die Sachen, das machen wir jetzt im Betrieb nicht, aber ich sehe halt dann oft, was Kunden sich für einen Wandhalter mit so einem Fernseher kaufen und was dann da an die Wand hauen und also an die Wand dübeln und wie schwierig das alles ist. Und ich möchte euch jetzt da mal einen Tipp geben und einen kleinen Trick verraten, wie man sich das Leben so richtig schön einfach machen kann. Und schauen wir uns das mal an, ihr werdet überrascht sein. Also, das Problem ist doch meistens, die Dinger haben jetzt natürlich kein Gewicht, ist eh ganz klar. Bloß, wenn ich jetzt so einen Fernseher alleine, also ich werde jetzt diesen Fernseher alleine von dieser Wand runter tun und werde drüben dann auf die andere Wand wieder montieren und werde wieder hoch tun. Und das mache ich alleine. Und warum geht das? Ganz einfach, ich zeige es euch schnell. Ich habe hier einen rausziehbaren Halter, wo ich den Fernseher natürlich in alle Richtungen schwenken kann. Macht aber jetzt in einem Wohnzimmer eigentlich keinen Sinn. Jetzt hole ich aber schnell mal ins Eck rüber. Das machen wir jetzt ganz spontan so Follower-mäßig. Schaut's her. So. Machen wir es so. Also, ich mache mir als Elektriker oder als, sag ich jetzt mal hier, Hausbesitzer oder Mann im Haus oder was, oder Königstiger, was wir halt auch sind, ich mache mir das Leben natürlich sehr einfach. Deswegen bin ich hergegangen und habe hier einen massiven Doppelschwenkarm LCD-Bildschirmhalter, also Fernsehhalter, geholt. Der Halter könnte einen doppelt so großen Fernseher vertragen, wie ich jetzt hingehängt habe. Und das ist jetzt einmal der erste Tipp. So, nehmt euch bitte einen Halter, der stärker ist, als wie ihr braucht. Hat nämlich folgenden Grund, das Ding ist absolut massiv. Da wackelt nichts, da schnuckelt nichts, der Fernseher ist sauber montiert und ich kann ihn wirklich wunderbar ganz ausfahren. Seht's? Also ich habe jetzt hier keine Probleme, der Arm ist richtig massiv. So, und ich komme, Trick 2, ich komme hier hin. Seht ihr was? Ich habe meine Hände frei und ich möchte den Fernseher abbauen. Also, tue ich einmal Netzstecker ziehen, ich kann hier mal ganze Sachen wegtun, wie Netzwerkleitungen. Ihr seht es nicht gescheit, gell? Aber das ist kein Problem. Wir tauschen jetzt einmal schnell die Plätze. Schaut's her. Dann machen wir es halt einfach so. Ja, mein Bürowand. So, aber jetzt sieht man es, oder? Ich habe hier die ganze Karrelage natürlich ordentlich verbaut. Seid mir nicht böse. Ich bin ein Mann und keine Hausfrau, also gehöre damit wieder stark gewischt. Ich habe mir hier zum Beispiel die Stromkabel über. Sieht man hier, über eine 3 Meter Verlängerung verlängert. Das heißt, dass bei mir hier alles sauber hier in einem Schlepp mitläuft. Also Koaxanschluss für Satelliten, Netzwerkanschluss
für Internet, dann habe ich noch einen HDMI-Anschluss da dahinter, seht ihr jetzt dann gleich. Und bei mir ist der Vorteil, weil das hier eine vorgesetzte Wand ist. Ich habe das Haus renoviert, das ist Baujahr 1970 und habe hier quasi hinter dieser Wand habe ich meine ganzen Steigleitungen drin, weil unter mir ist quasi der Zellerschrank. Und durch das, dass ich ja KNX EB Bushaus, also eine Businstallation habe, ist es natürlich eine Menge an Kabeln, sage ich mal, das sind seine Backel. Und ich habe jetzt hier hinter quasi an der normalen Trägerwand verbaut, sauber montiert und habe mir dann einfach nur eine Wand davon hingestellt. Das ist nichts anderes wie eine USB-Platte und eine Rigipsplatte. Und natürlich habe ich das gleich genutzt und habe mir hier so einen Schacht reingemacht, dass man hier keine Kabel sieht. Und da unten sind quasi meine Anschlüsse. Seht ihr es? Da. Da habe ich quasi meinen Stromanschluss, meinen Netzwerkanschluss und meinen TV-Anschluss. Und mit dem und mit dem HDMI-Kabel gehe ich quasi hier in die Wand rein, ist ja hohl sozusagen, ein bisschen ausgedämmt. Und komme quasi hier beim Fernseher, komme ich hier raus und gehe quasi auf meinen Fernseher. Also sieht man im Endeffekt, wenn der Fernseher, habt ihr vorhin gesehen, wenn der Fernseher quasi an der Wand hängt, siehst du gar nichts. Und das ist jetzt einmal ein Riesenvorteil. So, wieder zurück zum Thema. Also ich habe einen massiven Halter, ich mache mir jetzt hier den Schlepp auf und tue erst einmal alles abschließen, was ich jetzt da nicht mehr brauche. Deswegen muss ich jetzt den Fernseher rumdrehen. Mir kommt es aber einfach mit. So, jetzt muss ich schnell mal. Heute machen wir es mal live, ohne Schneiden. Oder? Ist ja auch Mischi. Okay, kommt es mal mit. So, Kameraführung. Rechts. Aha, der Spot blendet. Aber das ist kein Problem. So. Ah. Jetzt ist es besser, oder? Ein bisschen dunkler, aber besser. Okay. Ich hole mir jetzt gerade schnell ein Werkzeug. Ich brauche einen Seitenschneider. Genau. Und dann komme ich eigentlich eh überall wunderbar hin. Dies da ist Ananas. Ich habe ihn immer noch dabei. Ich glaube, ich werde jetzt da mal deinen Namen auf. Ich reserviere dir jetzt zum extra einen Apfeleimer von mir. Das hast du verdient mit deinen super Kommentaren. So, dann machen wir jetzt da einfach die Kabelbinder auf. So, also, dann werden wir mal abschließen. Was haben wir denn da? So, jetzt stellt euch einmal vor, ihr habt da so einen Fernsehhalter, da wo jetzt einer halten muss und du schließt jetzt den ab. Und ich glaube, auch wenn es dein bester Spätzle ist oder dein bester Freund ist, der verflucht dich irgendwann. Gut. Da haben wir jetzt auch wieder meine Schraub-F-Stecker, aber ist ja kein Problem. Nochmal, ganz ehrlich, Leute, vielen, vielen Dank für die super tollen Kommentare. Gell? Also für die Abos und für die super Kommentare jetzt beim letzten Lehrvideo, das wo ja eine Stunde gedauert hat, mit den Kompressions-F-Stecker. Ey, ich habe mich so gefreut. Ich sag's euch ganz ehrlich, das tut so richtig gut, weil das war ein Haufen Arbeit und das ist halt schon eine Zeit. Also da, wo du sagst, okay, da... Du weißt eigentlich was Besseres, was du einen Tag rüberbringst. So, dann tun wir einen HDMI-Anschluss weg. So, und jetzt zu dem Halter, jetzt gibt es einen Trick. Jetzt kommt nämlich mein Trick, jetzt passt auf. Schaut, dass ihr einen Halter kriegt, der wo eingehängt wird. Das heißt, dieser Körper wird quasi, diese Schienen, wir haben quasi am Fernseher angeschraubt und der Halter, die Platte ist lose. So, das heißt, der TV, also der Fernseher, wird im Endeffekt hier eingehängt. Und das ist ein Riesenvorteil. Das heißt, ich mache jetzt den hier auf, da haben quasi so Kontrollschrauben, dass er nicht wegkippt. Also dass wenn sich mal jemand dranhängt, wie ein Kind zum Beispiel, dass da der nicht flöten geht und das Kind da schlappt. So, jetzt mache ich die zwei Kontrollschrauben einfach nur locker. Ich kann jetzt den Fernseher hin und her schieben, wie ich es brauche. Und natürlich ist es da hinten, weil genau da hinten an der Platte haben ja die ganzen Anschlüsse. Ist es natürlich nicht schlecht, machen wir es so, dass ich mir den Vierer zurückschieben kann. Also nehme jetzt die Platte, Entschuldigung für den Lärm, nehme meinen Fernseher und kann hier quasi
Vieri und Zockschirm, wie ich es gerade brauche. Und gehen wir hier auch an die Anschlüsse hin. Und ihr seht, und schon ist das eine super Sache. Und ganz ehrlich, also ich verstehe es teilweise nicht. Gut, es ist jetzt wahrscheinlich auch, weil es viele Leute natürlich auch nicht wissen. So. Ist natürlich auch so, weil viele Leute das ja gar nicht wissen und sie auch, wie soll ich sagen, keine Gedanken machen, weil wir für Fernseher hängen wir den hin an der Wand. Und deswegen möchte ich auch das Video machen. Es ist so also ein Danke-Video, sage ich jetzt einmal ganz ehrlich, an alle Leute, die mir zuschauen und auch an alle zukünftigen, die wo sie vielleicht einmal den Abo-Button drücken, weißt du schon. Das war natürlich ganz geil. Also ganz super. So. Jetzt ist es so, wir haben jetzt natürlich alle Kabel weg. So, jetzt ist der Fernseher frei. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn jetzt der da eingehängt ist, jetzt brauche ich einen zweiten Mann. Das Ding hat schon ein Gewicht. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, ich habe ja keinen Fuß dran, weil der Fuß stört ja. Bei der Variante ist es natürlich jetzt ganz toll. Jetzt mache ich da hinten noch schnell den Seitenschneider, mit dem Seitenschneider den Kabelbinder auf, tue das Kabel weg, dass alle Kabel wirklich weg sind. Und dann zeige ich, wie toll das ist, wenn man den wirklich vierer klappen kann und kann dann dahinter hinten arbeiten und wie einfach das geht, dass man einfach sagt, also einfach Kabelbinder weg, Kabel runter, cool. Ja, ein bisschen saustell, aber das macht ja nichts. So, und jetzt ist es natürlich so, ich kann mir den natürlich noch ziehen, so, jetzt kann ich mir den vierer schieben, jetzt wird es ein bisschen laut. Und der rührt sich keinen Millimeter. Und das ist ganz wichtig. So, jetzt kann ich den natürlich noch weiter einklappen. Kann man den sogar noch rausholen. Und ich klappe den so weit ein, wie es gerade geht. So. Seht ihr das? Wie weit das der jetzt von der Wand weg ist? So, ich stehe es eh schon hinten im Eck. Also. Und jetzt mache ich eins. Ich habe mir hier, ich gewohne mir immer an, die Schrauben von dem Fußhalter, die schraube ich immer dann rein, wenn ich den Halter weg tue. Dass die nicht verloren gehen, weil ihr wisst ja selber, wie das ist. Fernseher hat man länger, sagen wir mal 10 Jahre zum Beispiel, wenn es ein guter Hersteller ist. Und dann hat man zwar den Halter, und wo sind jetzt die Schrauben? Und so haben die Schrauben immer an dem Platz, wo sie hingehören, weil da hinten stören sie eigentlich auch nicht. Also, und gingen nicht verloren, und somit ist das eigentlich eine geschmeidige Sache. So, jetzt habe ich die Schrauben weggemacht, und jetzt kommt das Tolle. Und dass das auch wirklich ist und kein Fake, schaut euch mal die gesunde Staubschicht auf. Der ist im Keller unten gestanden. Seht ihr das? Da steht Putz mich drauf, oder? Ja, sowas tue ich im Keller runter, habe ich mein Regal. Da geht nichts verloren. Jetzt nimmst du den Halter. Zack. Ich schraube mal schnell um. So, merkt ihr schon, wie ich schwitzen muss, was das für Anstrengung ist, wie mir schinden muss und vor allem mein zweiter Kompagnon, der wo den Fernseher hält, wie sich der schinden muss. Überhaupt nicht, oder? Und das ist das, das was mir so gefällt. Machen wir vor, macht sich vorher ein bisschen Gedanken. Natürlich, der Halter ist jetzt nicht billig. Seien wir ganz ehrlich, der Halter kostet ja Geld, ist okay. Aber ganz ehrlich, spätestens beim Aufhänger vom Fernseher und beim Einrichten und bei den Kabel anschließen, an die 100.000 verschiedene Anschlüsse, was die Geräte, schauen wir mal schnell rüber, was die Geräte da mittlerweile haben, USB, HDD, da kann man in dem Halter kannst du sogar Festplatten hinmachen, dann hast du die Möglichkeit, du hast HDMI, 3 Anschlüsse, du hast digital, also optischen Anschluss, Fernsehanschluss, ich habe jetzt dann Satellitentuner integriert, dann zum Beispiel Playstation, für Spielekonsolen, DVD-Player, irgendwo einen separaten Receiver, irgendwas da, wie noch COM-Interface mit drin. So, und das kann jetzt hier alles ganz gemütlich anschließen. Dann schiebe ich ihn mir rein, muss natürlich ein bisschen auf die Kabel aufpassen, schlaufe mir die Kabel sauber durch, kann die am Halter festmachen, gehe hier rüber über meinen Schlepp, gehe in die Wand rein, wenn es möglich ist. Und schöner geht es doch nicht,
Und wenn ich irgendwas nachrüsten muss, zum Beispiel diese, den Amazon-Stick da, wie heißt denn der? Helft's mir schnell, wie heißt denn der? Ja, ihr wisst, was ich meine, oder? So, diesen Stick zum Beispiel da, oder einen WLAN-Stick, kann ich jederzeit da einbauen. Ich glaube, man vierer, baue das ein, glaube, man wieder zu, fertig. Keine Schinderei, gar nichts. Also schöner wird es doch eigentlich nicht. So, jetzt habe ich meinen Halter montiert. Jetzt mache ich mal im Endeffekt nur meine Schrauben ganz auf. Weil er hängt ja immer nur sauber drin. So, halt. Jetzt brauche ich nicht einmal schinden. Aber auf alle Fälle, wenn ihr wisst, was für ein Fernseher das ihr habt, schaut einfach, welchen Halter gibt es dafür, und dann müsst ihr schauen, okay, der und der Halter kann die und die Bildschirmdiagonale oder die und die Größe zum Beispiel vom Gewicht her verarbeiten, und dann geht es einfach nur eine Nummer höher. Dann hat es 6, der ist bombenfest, also da rührt sich nichts. So, und jetzt ziehen wir ihn runter. Beim Backen aufblasen braucht es mir jetzt nicht ins Gesicht schauen, oder? Jetzt gehe ich einfach her, ziehe mir den hier nicht rauf, hänge den unten aus, gebe ihn hoch. Ups, fertig. Stellen wir ihn auf die Seite. Satz von dem Bass. Ist so cool, oder? So, und beim Montieren ist jetzt das gleiche. Dann kann ich mal herrichten, wie den Schlauch, und wenn die Kabel hängen, jetzt nehme ich meinen Fernseher. Hängt da drin. So. Man muss nicht nur da haben, sondern auch da. Ja, halt mich lustig drauf, ich weiß auch nicht. Ich freue mich über mein neues Büro. Ich freue mich darüber, dass ich für meine Tochter was Gutes tue. Und das, und eine Kommentare freuen mich natürlich. Das motiviert dann so richtig. Da habe ich ein bisschen den Spaßsack aufgerissen, aber seid mir doch nicht böse. Schöneres gibt es doch nicht. Du brauchst dich nicht schinden, du brauchst dich nicht ärgern. Das Familienleben zu Hause ist viel entspannter. Und als Mann seid mir doch bitte nicht böse, wenn jetzt eure Frau da steht und du machst das alleine und du zeigst dir mal hier, dass du Manpower hast. Bloß weißt einfach, wie soll ich sagen, ein bisschen überlegt hast vorher und machst das Leben einfach nur leicht. Weil jetzt hängt der Fernseher dran, jetzt machen wir das gleiche einfach rückwärts. Das heißt, ich richte mir jetzt ein, ich tue hinten die zwei Kontrollschrauben hoch, dass nichts passieren kann, drehe mal wieder her, können wir ganz einfach machen. Also hängt einigermaßen mittig, passiert nichts. Dann gehe ich jetzt her, schiebe mir den Fernseher einfach auf die Seite, so wie den brauche. So, schaut's her. Gut, haben wir ja vorher schon gehabt. Und jetzt nehme ich die vier Schrauben, tue den Bodenhalter einfach weg, tue die Schrauben wieder rein, Schrauben an und fertig. Da brauche ich nicht drei Leute, sondern so. Und das ist, finde ich, ein cooler Trick oder ein cooler Tipp, wo ich sagen kann, ich glaube, dass wahrscheinlich viele Leute, die jetzt gerade umziehen, Haus bauen, sich einen Traum verwirklichen, in Form von einer neuen Wohnung, in Form von einem Haus. Leute, macht euch das Leben leicht. Und jetzt gleich ein paar Kabel mehr. Gut, Ziegelbau ist jetzt so, da ist jetzt nicht so einfach wie im industriellen Holzbau oder bei der Renovierung, wie jetzt bei mir zum Beispiel. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich auch ein cooles Gimmick. Zum Beispiel das Problem mit dieser Kabellage nach unten. So. Wenn man jetzt nicht neu baut, sondern wenn man jetzt zum Beispiel renoviert, sage ich jetzt mal, oder ihr habt eine Wohnung, gibt es eine ganz eine coole Idee. Sage ich, der zeigt hin eure Holzlatten hin, Dübel zeigt eure Holzlatten rechts und links hin, von mir aus auch, wenn es geht, in der Mitte, wenn nicht, dann halt nicht. Dann muss man halt da noch eine quer machen, muss man halt aufpassen mit der Kabellage, was in der Wand verläuft. Setzt euch eine USB-Platte oben drauf, setzt euch einfach eine Gipsplatte bzw. irgendeine Platte drüber, was euch halt gefällt. Jetzt die streichen sauber, setzt euch ein sauber Eckprofil hin, macht das toll. So, macht sich noch Beleuchtung hinten rein von mir aus, dann verschwinden die ganzen Kabel, dann kann man sich unten noch ein paar Brettel machen, wie man es halt will zum Beispiel, und verkleidet das Ganze und hängt diesen Halter aber auf die Ursprungswand. Das habe ich oben zum Beispiel gemacht im oberen Zimmer,
Jetzt ist ein Kinderzimmer draus geworden. Ich sage, das Leben ändert sich halt einfach. Aber ich habe oben ein super tolles Wohnzimmer gehabt. Ich habe das Ganze mit Steinen gemacht. Mit Verblendsteinen gemacht. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil der Schrank davor steht. Das muss ich euch sagen, weil das ist eine Top-Idee. Also ich habe das auch gemacht mit USB-Platten, beschichtet, Feinsteinzeug, so von Klinkersteine drauf gemacht, habe dahinter eine Beleuchtung reingemacht. Hey, das schaut super toll aus. Also das ist richtig edel. Kann man natürlich auch mit Tapeten arbeiten. Das kann man auch machen. Ich glaube, jetzt habe ich genug geschnattert. Ihr wisst, was ich meine. Ah, geschnattert. Passt auf. Eins habe ich vergessen. Also. Natürlich, der Halter muss ordentlich befestigt werden. Und da bitte macht es so. Ich habe jetzt für diesen Halter drin 10 Schrauben. Hat folgenden Grund. Lieber öfters dübeln und öfters schrauben, wie hier zum Beispiel, dass das Gewicht schön verteilt ist. Weil man weiß, ich weiß nicht, es gibt ja die T9-Ziegel zum Beispiel, die haben ja recht empfindlich, weil die haben ja. Es kommt immer darauf zusammen, wie ist der Hintergrund beschaffen, beziehungsweise verteilt es lieber das Gewicht auf mehrere Dübel, finde ich, weil dann ist das eine Bombe-Sache. Also ich kann jetzt da an dem locker dran hängen, da fällt überhaupt nichts, aber derzeit einfach öfters dübeln. Also nicht gerade mit 4 Dübeln oder so, sondern derzeit richtig, seid großzügig, mindestens 8 bis 10 Schrauben setzen oder Dübel setzen, und das ist jetzt einfach eine Schraube rein, richtet den mit der richtigen Wasserwaage aus, den ganzen Halter, und schon, kann sich ja von oben auch mal zeigen, und dann von unten, und das ist jetzt die Idee, die ich gehabt habe mit dem Loch im Endeffekt, wo die Leitungen dann hier runterlaufen und dann hier zu den Anschlüssen gehen. Genau, so, jetzt ziehen wir den Fernseher wieder runter. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, der kleine Hinweis von meinem Kurzvideo. Bestimmt werden jetzt einige sich fragen, was das da oben ist. Also die zwei Teile da. Kann man sehr gerne mal anschauen, weil ich sage, zu Hause hat man ein bisschen mehr Zeit. Das ist von meiner Alarmanlage. Also ich habe in meinem Haus gleich, wie ich renoviert habe, habe ich mir gleich eine Alarmanlage installiert. Und das eine ist eine Funkerweiterung für die ganzen Fenster. Da gibt es nämlich Riegelschlösser, die haben 1 Tonne Anpressdruck. Das heißt, das Fenster, bevor dass du das Fenster aufkriegst, reißt man über den ganzen Fensterstock raus, bloß der ist auch noch mehr gesichert. Also es ist jetzt nicht, dass ich der Angsthausen-Typ bin oder sowas, sondern ich habe mir gedacht, wenn ich schon renoviere, dann renoviere ich richtig. Und als Elektriker wisst ihr, also ich glaube, viele Kollegen, die wo wir jetzt das Video auch anschauen, werden mir recht geben. Als Elektriker sagt man halt dann schon, tu pass auf, tu mir ein paar Kabel mehr rein, mach ein bisschen eine Vorbereitung. Und das war im Endeffekt eine Vorbereitung dahinter für Bewegungsmelder, für die ganzen Fensterkontakte. Ich habe noch ein paar Schleifen im Haus verlegt und habe jetzt natürlich über Funk, also über die Funk-Extensions, habe ich mal die ganzen Fenster abgegriffen. Weil das hier unten vom Verkabeln her so ein großer Aufwand gewesen wäre, weil das ist kein Ziegelhausnetz, sondern ich habe quasi diese Betonsteine da, also diese richtig massiven Steine, da wo man die Mauerfräse zum Beispiel auch schon teilweise den Geist aufgegeben hat, weil die so, also die Bausubstanz ist von dem Haus wirklich so toll. Genau. Das andere ist eine Drahterweiterung, also ich habe quasi hier die ganzen Deckenbewegungsmelder von den einzelnen Räumen und gewisse Teile von den Sensoren, was ich noch mit drin habe, zum Beispiel von denen hier. Die laufen auch über die Alarmanlage, das heißt, die sind komplett miteinander vernetzt, die sind verkabelt, also verkabelt vernetzt und geben mir im Endeffekt ein Signal weiter an die Alarmanlage. Und wenn jetzt zum Beispiel hier in dem Haus, wenn jetzt hier ein Feueralarm auslösen würde, dann war es so, dann würde im ganzen Haus das Licht automatisch angehen. Es würden alle Rollos, würden alle Rollos auffahren. Und sozusagen, ich sage jetzt mal, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du heute in der Nacht, was ist 7:30 in der Früh, hast einen Schwellbrand, keine Ahnung. Du musst deine Frau packen, dein Kind packen, sage ich, du musst raus aus dem Haus. Scheißegal, was mit der Hütte ist, sagt es mir bitte nicht, best. Ich soll abbrennen, das ist mir scheißegal.
Das ist Material, das ist toter Baukörper, sage ich jetzt einmal ganz salopp. Da kann verbrennen, was mag. Ich bin super versichert. Ich habe eine komplette Versicherung für das Haus abgeschlossen. Ist mir scheißegal. Aber meine Frau, mein Kind, meine Familie ist mir ein und alles. Und da sage ich euch ganz ehrlich, eins, da schaue ich keinen Euro an. Das ist mir sowas von wurscht. Deswegen habe ich einen gescheiten Rauchmelder drin. Deswegen habe ich eine gescheite Alarmanlage gemacht. Gut, ist jetzt ein bisschen übertrieben wahrscheinlich für manche. Mir ist es wert gewesen, ganz ehrlich. Und ich kann dadurch ganz ruhig schlafen, ich kann ganz entspannt schlafen, weil wenn was ist, die holen mich aus dem Bett raus. Weil es gibt nichts Schlimmeres. Stellt euch einmal vor, es ist jetzt nur Rauchgas oder sonst irgendwas. Und du wachst in der Früh auf, gehst zu deinem Kaffee runter und stellst fest, dein Kind ist tot. Sagt's mir nicht besser. Also ich kann mir das niemals in meinem Leben verzeihen. Ich habe das Wissen, ich mache das und deswegen habe ich da im Endeffekt, sage ich mal, die Luxus-Reis-Variante, wenn man da tüftelt. So, jetzt Panik mache, keine Angst. Frage, darf euch sowas interessieren? Weiß ich nicht. Können wir gerne einmal machen, dass wir da mal eine kleine Projektierung machen. Ich bin ja Fachrichter für Alarmanlagen. Ich habe da einen Kurs besucht vom Hersteller, also von der Firma Abus. War ich auf Lehrgang, habe da ein paar Lehrgänge besucht, habe mich da weitergebildet. Und auch mit den Rauchmelder zum Beispiel, wenn euch das interessiert, können wir da gerne mal so ein paar Tutorial-Videos machen, oder ein paar, also wieder so Erklärbär-Videos, kann ich auch gerne machen. Welche Arten das da gibt, was man für Möglichkeiten hat, sage ich jetzt einmal auch für den kleinen Geldbeutel, muss man jetzt einmal dazu sagen. Mir ist es schon klar, dass manche Leute wirklich sich das Geld vom Mund weg sparen müssen, aber dass man für die wenigstens eine vernünftige Lösung findet, das wo sich jeder leisten kann, da wo eine riesen Fachfirma braucht, die wo auch ein Geld kostet, sondern wo man sich selber machen kann, wenn es euch das interessiert, mache ich das gern, also wirklich gern. Weil ich sage, es ist nichts dabei an dem ganzen Zeug. Ja, Vorführeffekte haben jetzt verschraubt. Aber wenn euch das interessiert, schreibt es uns bitte unten rein in die Kommentare. Sag ich, weil ich sammle jetzt auch ein bisschen Ideen an Videos, was ich mit euch machen kann, was euch interessiert. Und dann machen wir das. Also gern. Wisst ihr, es dauert immer ein bisschen, weil nebenbei bin ich ja noch selbstständig und muss noch nebenbei ein bisschen auf der Baustelle das Geld verdienen. Aber mir macht das richtig Spaß und das Feedback gibt mir Kraft und gibt mir wirklich Energie, wo ich sage, hey, da haben wir auf dem richtigen Weg. Wenn euch das gefällt, also wenn ihr glücklich seid, bin ich auch glücklich, sagen wir es ganz ehrlich. Geld ist mir jetzt wurscht, ganz ehrlich, also sagt es mir nicht besser, aber ihr merkt es ja schon, ich bin jetzt kein so ein klickgeiler Hund oder so ein geldgeiler Hund, sondern überhaupt nicht. Sag ich, ein bisschen was wurscht sein. Gut, gehen wir mal vom Geld. Was glaubt ihr, was ich jetzt auf die 3 Monate mit YouTube Geld verdient habe? Überlegt es mal kurz. Sagt euch selber eine Summe, schätzt es einmal kurz, ich sag's euch. Ich habe genau verdient, heute, sag ich, nach 3 Monaten, nach 90 Tagen, nach fast 35 Videos, habe ich 141 Euro vor Steuern. Das heißt, brutto. Das Geld muss ich jetzt quasi versteuern, da gehen jetzt die normalen Steuern weg. Also 141 Euro habe ich jetzt gemacht. Und mit den Affiliates von Amazon bin ich jetzt auf dem Stand, haltet euch fest, ihr seid Wahnsinn, ihr kauft es euch wie die Weltmeister, habe ich jetzt 15 Euro. 15,10 Euro umeinander habe ich heute. Ich habe halt einmal nachgeschaut, weil es mich interessiert hat. Gut, ich bin noch am Anfang. Wie schon gesagt, mir ist das wurscht. Ich freue mich über jeden Euro, was der Kanal abwirft. Steckt das natürlich wieder in den Kanal rein. Und mir geht es hauptsächlich jetzt einmal um den Spaß. Ganz ehrlich, mir macht das Spaß. Und ich finde das super mit euch. Und deswegen, ich quassel schon wieder so viel. Gell? Das ist der Wahnsinn. Aber nochmal, wenn euch das interessiert oder seht ihr Themen, gerne, schreibt es unten rein. Sagt mir aber einfach gnädig, dass es einmal ein bisschen dauern kann. Also ich habe jetzt auch schon wieder mit einem Zuschauer, der hat mir die Bitte geäußert, wegen dem Heizen-Kühlen. Da bin ich jetzt dann in 2 Wochen wieder auf der Baustelle. Da kann ich dann das einmal vorbereiten mit den Fußbodenheizungsverteilern. Können wir gerne machen. Es ist halt einfach so, ich muss mich natürlich auch ein bisschen nach die Bautenstände richten. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwo, wie schon gesagt, ich drehe auf der Baustelle und ich muss mich natürlich auf den Bauablauf auch ein bisschen anpassen. Im Endeffekt, das ist jetzt das. Und deswegen kann es natürlich sein, dass wenn wir halt ein Video schneiden, wenn man sagt, okay, wir mal heizen, kühlen, dass es natürlich dann einmal 4, 5, 6 Wochen dauert, bis das nächste Video kommt und ich haue halt dabei zwischendurch 2 andere Videos rein. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich keinen Bock habe oder sowas, sondern ich muss einfach auch natürlich die Gegebenheiten ausnutzen. Wenn ich jetzt natürlich eine Rohbauinstallation mache, und du einen Zellerschrank bauen oder sowas, weil das Zellerschrank-Video Teil 3 bin ich euch ja auch noch schuldig. Der Schrank ist bestellt,
Wir werden die nächsten 14 Tage den Schrank bauen und dann mache ich das Video Teil 3 zum zweiten Mal. Das erste Video hat mir nicht funktioniert, weil ich war ein bisschen grippisch. Ich habe ein bisschen Männerschnupfen gehabt. Ich habe es überlebt. Ja. Und da war ich halt nicht ganz fit im Kopf und ganz ehrlich, ich habe eine sehr beschissene Kameraeinstellung gewählt. Dass ich habe mir das Video dann selber angeschaut, habe es geschnitten und habe dann aufgehört, weil ich gesagt habe, das kann ich euch nicht zumuten, weil ihr seht es eigentlich, außer meinem dummen Gesicht, seht ihr eigentlich gar nichts. Und das war richtig schade, weil das Video hat doch fast, also ich habe da 2,5 Stunden noch nicht gearbeitet, an den Schrank gehabt, dann fertig gehabt und natürlich, wisst ihr, wenn man dann eh noch und tropf und nies, schnäuz, dass das hat dann einfach nicht funktioniert. So, liebe Freunde des Stroms, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuschauen, möchte mich verabschieden, wünsche euch wirklich noch einen schönen Tag und wie schon gesagt, der hat es mir nicht gefallen, bitte drückt diesen Abo-Button, also der hat es mir abonnieren. Es ist absolut kostenlos. Das Einzige, was für diejenigen zu machen ist, die es bei YouTube nicht registriert haben, die einfach so schauen, der hat es mir bitte gefallen, der hat sich registrieren. Ihr braucht nur eine E-Mail-Adresse angeben, ein Passwort eingeben, einen Namen oder was weiß ich, irgendeinen Künstlernamen. Derzeit registrieren, kostet keinen Cent, ist überhaupt kein Problem. Geht bei uns, also ich rede jetzt einmal für alle Kanalbetreiber, geht, wenn es euch was interessiert, auf die Kanäle, drückt bitte diesen Abo-Button und ab und zu mal ein Like auf die Videos. Das wird uns wirklich massivst helfen, weil je mehr Abos du hast, je mehr Like du hast, desto eher wirst du von YouTube empfohlen. Und wisst ihr eh, dann steigt das Ganze, wächst das Ganze und das macht natürlich dann noch viel mehr Spaß, wenn man sieht, dass der Wachstum da ist. Genau. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt mal dran, wir sehen uns im nächsten Video, macht es gut, euer Markus von Freunde Stroms. Servus!